zurück zu einem weiteren Part der Pokémon Worldwide Nuzlocke Challenge. Und gleich zu Beginn des Anfangs, wow, des Parts, wollte ich einfach mal ganz kurz sagen, jetzt sind wir angekommen, wo ich lange Zeit schon vorher angekommen sein wollte. Und zwar haben wir jetzt eine super gute Audioqualität, was Facecam und so anbelangt, ne? Und wir haben endlich das Mikro, das Audio-Interface und so weiter. Ich habe mich super hart reingefuchst. Es ist noch nicht ganz perfekt. Ich werde es, wie gesagt, noch anpassen im Laufe der Zeit. Aber dürft mir selbst jetzt schon mal Feedback da lassen. Jetzt habe ich das Gefühl, haben wir die Audio- und Videoqualität erreicht, die tatsächlich, mit der man piekt, ne, auf YouTube. Mit der man piekt und was so ein bisschen möglich ist mit einem einfachen Home-Studio. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze und ich hoffe, ihr appreciated das. Ich habe sehr, sehr viel Freude daran und ja, jetzt können wir endlich so aufnehmen oder ich kann endlich so aufnehmen, wie ich das gerne hätte. Auf jeden Fall, sind wir in dieser Höhle, meine Freunde. Und vor uns stehen noch ein paar Team Plasma-Rüpel. Anstatt dass du einfach mit einem Pflanzen-Poké drin bleibst, wechselst du wieder unnötig rum. Mega unnötig, Mann. Was? Oh, er meint wahrscheinlich den Arena-Leiterkampf, ne? Da, als ich die Entscheidung hatte, zu Lamus rauszuswitchen wegen Regentanz, war das unnötig? Was ist, wenn dieser Zengofa recht hat und ich super viele unnötige Plays mache und so tue, als wäre dieser Nuzlocke krass? Was wäre, wenn? Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part der Worldwide Nuzlocke Challenge. Heute haben wir ein ganz besonderes Ziel vor Augen und zwar ist das der Arena-Leiter. So, meine Freunde, da sind wir also nun vor dem Arena-Leiter Turner aka Clay und wir leaden mit unserem Juggawok, eins unserer neuesten Pokémon, dem ich Energy Ball beigebracht habe. Per TM, es gibt kein Zurück mehr. Let's go in den Kampf gegen Clay. So, Leader Clay startet mit einem Hypoteros. Und zwar ist es ein Weibchen. Nein, es ist kein Shiny. Shinies sehen anders aus. Weibliche Hypoteros sind schwarz und die männlichen sind beige. So, ich würde einfach mal sagen, wir gehen straight für den Energy Ball. Oh, Stealth Rock, was für eine Überraschung. Der Gegner Turner ballert also Stealth Rocks raus, will uns mit diesem Setup dran hindern, gesunde Pokémon in den Kampf zu schicken, denn das schwächt uns doch sehr. So, die Stone Edge trifft natürlich, wird sie kritten? Nein, sie wird zum Glück nicht kritten und wir kommen durch mit dem Energy Ball, meine lieben Freunde. Und somit ist das erste Pokémon des Gegners, Turner, down. Das war ja mega easy, Freunde. Das war insanely easy. Jetzt kommt aber Rabigator und da wird es schon schwieriger. Was tun wir jetzt? Rabigator, ein Boden-Unlicht-Pokémon, was natürlich Knirscher kann, was nicht ganz so geil ist für uns. Aber ich denke, wir haben eine Antwort. Und zwar ist diese Antwort Sourcebug. Denn Sourcebug dürfte den einen oder anderen Move tanken, outspeedet und kann mit seinem crazy Horngeweih wieder komplett sich hochheilen. Uff, sheesh boy. Das hat ja fast gereicht, um zu killen. Aber wir gehen für Hornleech. So, meine Freunde, wir haben jetzt dieses dicke Nilpferd besiegt. Was kommt als nächstes rein? Oh, ein Crocodile. Was für eine Überraschung. Und es hat Intimidate. Okay, ich habe auch schon genau das passende Pokémon dafür. Und zwar unser Sourcebug. Was wir glücklicherweise auf Level 42 gelevelt haben. Denn ich habe so das Gefühl, wäre das Pokémon auf Level 41, also nur ein Level drunter, würde es nicht outspeeden gegen dieses Crocodile. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt outspeeden. Und dass das einen riesigen Unterschied im Outcome dieses Kampfes ausmachen könnte. Dieses eine Level.
Okay. Oh shit, unser MVP hat Crocodile gekillt und ist jetzt wieder voll geheilt. Was wohl nur passiert wäre, wenn Crocodile outspeedet hätte, weil wir dieses eine Level nicht gelevelt hätten. Wie wohl dieser Kampf ausgegangen wäre. Puh, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, Freunde. Aber zum Glück waren wir schlau genug, das Pokémon auf Level 42 zu leveln. Oh wow, ein Seismitoad. Hey, warte mal. Du bist Wasser, Boden. Wir treffen dich vierfach effektiv. Warum kommst du mit dieser Kröte rein? Hey, weißt du was? Das wäre doch die perfekte Gelegenheit. Na. Okay, nee. Wir machen keine unnötigen Plays. Scheiß auf den Sandsturm. Da ist eine Kröte. Wir gehen auf Hornleech und töten das Ding. Es ist vierfach effektiv. Scheiß auf so ein Play wie rausgehen, um Regentanz zu bringen, um den Sandsturm zu denyen. Ich meine, was würde das denn bringen, bitte? Come on, ich delaye so nur das hier, das Game. Ne, ich tue so, als wäre es mega krass, als wäre diese Nuzlocke mega schwer. Und, keine Ahnung. Will alles überdramatisieren und so tun, als wäre ich voll der Competitive Pro und als würden meine Entscheidungen mattern. Ich drücke einfach auf den Knopf und los geht's, oder? Weißt du was? Wir haben eine Kampfattacke. Wir haben ja gelernt, heute drücken wir einfach auf Moves, die sehr effektiv sind, gar kein Problem. Wir müssen uns gar keine Gedanken machen um irgendwelche Strategien oder irgendwelche zukünftigen Plays oder so. Wir haben eine Kampfattacke, wir gehen auf Excadrill. Oh, what? Excadrill outspeedet unser Sourcebug? Im Sandsturm? Oh, shit! Das Ding hat mich komplett auseinandergenommen und gekillt. Damn, okay, wir gehen zu Mokuba rein. Mokuba ist unser schnellstes Pokémon im gesamten Team. Und mit einem neutral effektiven Energy Ball auf einen Excadrill wird das doch einiges an Damage machen, oder? Denn Excadrill hat nicht die höchsten Spätstef-Werte. Das Ding hat Schwertanz. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir das Ding super schnell töten. Sonst haben wir ein Problem. Sonst könnten wir die Nuzlocke verlieren. Oh, das hat hier gar nicht so viel gemacht, wie ich gedacht habe. Holy Banoli. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich mit Mokuba outspeede. Nein, wir outspeeden natürlich nicht, denn das Ding ist im Sandsturm und es hat Excessor. Und jetzt ist es auf plus 2 im Sandsturm? Egal, ich habe ja noch viele, viele Pokémon, mit denen ich das Teil töten kann, oder? Nefeteri, unser Wasser-Pokémon, könnte schneller sein. Psych! Natürlich ist es nicht schneller. Wenn Mokuba nicht schneller ist, ist Nefeteri definitiv auch nicht schneller. Und er muss nicht mal für ein Erdbeben gehen, was er bestimmt noch hat. Er kann einfach mit fucking Kreuzschere killen. Aber Man-Boobies, oder? Man-Boobies ist doch so ein bulkiges Pokémon. Hier, Überreste, ne? Hier, Leben, Regenerator, alles mögliche hat's drauf. Wir gehen für den Giga-Drain. Oh shit, ein Erdbeben? Damn, da ist es auch schon. Aber das überleben wir, oder? Nein, tun wir nicht. Holy shit, dieses Excadrill ist echt sehr stark. Aber komm, wir holen Drizzy rein. Drizzy hat uns noch nie im Stich gelassen. Drizzy hat uns noch nie im Stich gelassen. Wir unterbrechen jetzt seinen nervigen Sandsturm. Und gehen rein mit Brian. Oh shit, da kommt ein Erdbeben, tanken wir das? Plus 2 Erdbeben tanken wir nicht mit fucking Drizzy. Okay, aber Juggernaut, oder? Juggernaut ist auch ein sehr bulkiges Pokémon. Genauso wie alle anderen. Das kann er doch unmöglich einfach one-shotten, oder? Oh, er hat eine sehr effektive Excessor. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Warte mal, Excadrill mit Sword Stance im Sandsturm sweept unser ganzes Team. Ha! Das ist ja mal interessant. Das heißt ja dann, dass wir jetzt die Nuzlocke verloren haben, oder? Okay, Leute, wir haben die Nuzlocke verloren. Tatsächlich. Holy shit. Dieses Excadrill hat uns ja mal komplett vernichtet. Wie hätten wir das verhindern können? Was wäre der Play gewesen, der verhindern hätte können, dass Excadrill auf plus 2 mit Sword Stance und auf plus 2 im Sandsturm unser ganzes Team wiped? Warte mal. War es dieser eine Play, wo ich hätte zu Lamos wechseln können, um den Sandsturm zu verhindern? Nee, auf keinen Fall. Ich hätte nur noch 4-mal Energy Ball einsetzen müssen, weil Excadrill mit Citrus Berry beim 5. Mal gestorben wäre. Ist nur eine Vermutung. Ich habe so den leisen Verdacht. Ich habe so ein Gefühl hier hinten irgendwo, dass dieses Excadrill noch eine Zitrusbeere gehabt hätte. Wir hätten einfach mehr draufballern müssen. Das war's gewesen. Wir hätten einfach mehr super effektive Moves auf die Pokémon ballern müssen. Und dann wären sie irgendwann gestorben.
Ganz klar, jetzt sehe ich es ganz klar. Auf jeden Fall danke an Zengofa und danke an alle anderen Kritiker, die ständig meinen Playstyle kritisieren, für eure tollen Inputs, denn ohne euch, Leute, ohne euch würde ich diese Nuzlocke auf jeden Fall nicht schaffen. Naja, ich meine, wir haben sie jetzt nicht geschafft, aber das lag definitiv nicht an eurem Rat, sondern an RNG. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. So ist eben Pokémon. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Pokémon Nuzlocke Challenge nicht geschafft. Das tut mir dann auch leid, ne? Aber somit ist das beliebteste Projekt auf meinem Kanal zu Ende. Es tut mir leid an alle, die das gefeiert haben. Das heißt, ja, das war's. Na, wir sehen uns vielleicht bald mal wieder. Oder vielleicht auch nicht. Haut rein und bis bald. Ciao! Was wäre, wenn? Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part der Worldwide Nuzlocke Challenge. Heute haben wir einen...